im Proberaum im Stollwerk. Und hier sieht man eigentlich die Wand, die Jacke Liebezeit da wahrscheinlich die letzten 25 Jahre gestaltet hat. Jacke ist vor 5 Jahren gestorben, grob 5 Jahre. Aber seine Sachen sind noch immer da und ich finde auch sein Spirit ist irgendwie in diesem Raum. Ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf. Ja, ich habe zwar jetzt nicht direkt mit ihm gespielt und auch ich mache ganz andere Musik, wie Jacke es getan hat. Aber ich habe mich total viel mit ihm unterhalten. Nicht nur über Musik, sondern generell. Und ich fand ihn einen total inspirierenden Typen. Und es war echt super, mit ihm zu hängen hier. Also ich bin meistens hier gesessen und er da drüben. Das präparierte Klavier ist sozusagen mein Orchester. Eigentlich kam es so dazu, dass ich improvisierte Musik gespielt habe und mit dem normal gespielten Klavier ist man dann in gewissen Kontexten eigentlich immer im Fremdkörper, im Zusammenhang mit anderen Spielern. Weil sobald ein Trompeter rauscht oder ein Bassklarinettist einen Spaltklang spielt und ich einen Akkord dazu spiele, wirkt er unter Umständen wie ein Fremdkörper. Ob der Stimmung, ob der Klangfarbe. Viele Pianisten haben als Lösung Inside-Klavier oder mit leichten Präparationen gearbeitet. Und das fand ich halt total interessant, dass man da sich quasi in den Klang integrieren konnte und sogar bestimmte Instrumente nachmachen konnte und nicht Instrumente nachmachen konnte, sondern sogar irgendwelche abstrakten Klänge eigentlich herstellen konnte, die für mich zumindest ungehört waren. Es gibt auch eine Unschärfe bei der ganzen Sache. Das finde ich aber ehrlich gesagt, hat mich das eigentlich immer inspiriert, weil man dann, gerade wenn eigentlich der Plan A nicht funktioniert hat und ich mir dann überlegen habe müssen, wie kann ich jetzt trotzdem was machen und dann eigentlich eine komplett andere Präparation dann aufdröseln musste, dann kamen eigentlich immer ganz gute Konzerte raus. Es ist auf jeden Fall nicht wie auf dem, in einer normalen Situation, dass so ein Ding 88 Tasten hat und da ist die tiefste und da ist die oberste und der C-Dur klingt überall gleich, vielleicht ein bisschen verstimmt aber, oder ein bisschen dumpfer oder zu scharf, aber mehr oder weniger ist es dasselbe. Nee, das ist beim präparierten Klavier. Die Range an Chaos ist größer. Mir geht es darum, gemeinsam mit Leuten in einem kollektiven Prozess am Klang zu arbeiten. Thank you.
uns geht es eigentlich darum, ja, möglichst genaue Stimmungen, klare Stimmungen zu erzeugen oder Charaktere zu erzeugen mit der Musik. Also jetzt zum Beispiel im Trio oder auch im Tau oder auch im Solo. Da geht es mir darum, den Klang so zu organisieren, dass dann eine bestimmte Farbe rauskommt. Das finde ich auch genau das Interessante bei der improvisierten Musik, dass es da so eine unglaubliche Individualität gibt vom Personalstil. Und trotzdem geht es dann eigentlich nicht um den Personalstil, sondern es geht um die Musik, die man dann zusammen erschafft. Mir geht es eigentlich nie darum, wie kann ich es schaffen, dass meine Klänge jetzt besonders gut rüberkommen oder seine oder so. Es geht eigentlich immer darum, wie können wir es zusammen schaffen, unsere Klänge zusammenzupacken und die Musik zum Funktionieren zu bringen. Also es geht eigentlich darum, wie kann ich mit meinem Wissen, wie kann ich von Musik und wie kann ich mit meinem Wissen, was meine Klänge so auslösen und wie kann ich möglichst klar mit den Klängen umgehen, damit die Musik, die wir zusammen uns in dem Moment ausdenken, funktioniert.